Servus und willkommen zu Fortsim 1 gegen 1. Auf Standard heißt es heute Team 1 mit Spion gegen Team 2 mit Feuervogel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game. So, und hier wären wir auch in-game. Links ist der gute DFC Skyfer? Fragezeichen. Irgendwie so. Und rechts sind wir. Das Lustige ist, er hat eine Lobby aufgehabt mit 1 gegen 1. Wir sind gejoint, weil wir spielen gerne 1 gegen 1. Und ich dachte mir, oh, ja, der hat 12 Siege da oben stehen. Der wird schon ein bisschen wissen, was er tut. Also direkt mit Feuervogel, also mit Firebird, direkt mal Mörser auspacken. Und mal zeigen, heiß sanieren ist unsere Stärke. Und er spielt Spion, das heißt, er müsste eigentlich wissen, dass Mörser kommen, wenn sie kommen. Aber wir gehen erstmal ins Game. Bei ihm hier in kruder Aufbau nach oben für die Windturbine. Ich weiß nicht, also der Wahl von Finn gefällt mir auf jeden Fall besser als das da. Hier kommt die Werkstatt, eine hohe Turbine, die fünfte Mine und ja, sein Fähnchen winkt. Bei uns 4 Minen, 2 Windturbinen, die Werkstatt und ja, diesmal ist der Aufbau etwas anders da für meine Mörser. Aber die Mörser kommen. Die fünfte Mine auch bei uns. Jetzt wird unser Fort hier, ihr seht es mit dieser Note in der Mitte, erstmal verstärkt, dass wir nach oben drauf ein bisschen mehr klatschen können. Und hier kommen die 43er, 44er Boxen vorm Fort. Das heißt, da kommen die Mörser rein. Bei ihm, neben der Werkstatt, die gerade fertig geworden ist, kommt hier auch noch das Upgrade Center. Und ein kleiner, feiner Holzturm, der hier so im Wind ein bisschen wackelt. Und eins, zwei, hey komm, drei Mörser, wenn schon. Eins, zwei, drei Mörser. Bei uns ebenfalls eins, zwei, drei Mörser und eine Buzzsaw. Und die Buzzsaw war eigentlich dafür gedacht, ich habe diesen kleinen Turm gesehen und dachte mir, wenn ich will, dass die Mörser einschlagen, muss der Turm weg. Das heißt, wenn die fliegen, sägt die Buzzsaw das komische Ding ab. Weil wenn das Ding weg ist, haben die Mörser Zugriff auf die Mörser und dann werden die gar nichts machen. Und da er Spion spielt, wusste er es mit dem Mörser bauen, deswegen kommen hier unten die beiden Gunner. Aber ich zeig's ihm hier auch ganz offen. Die Mörser fliegen, der Turm ist weggeschnitten und leider sind die Mörser ein Ticken zu kurz. Jetzt sind die Gunner unten fertiggestellt worden und ein Mörser kommt durch, aber der fliegt leider ein bisschen drüber und ihr seht, das Upgrade ist fast durch. Hier kommt noch ein hoher Sniper, ein Mörser kommt tatsächlich durch, macht ein bisschen Brandschaden. Die erste Salve schwere Mörser fliegt zu kurz, ein schwerer Mörser verbrennt und der nächste geht auch drauf, alles brennt. Es fällt runter und ja, er schreibt GG. Er verkauft hier auch sein Fundament und hat anschließend gemeint in der Lobby, gib mir ein Rematch, ich kann das besser. Und wisst ihr was, das Rematch haben wir ihm gegeben und da gehen wir jetzt auch direkt rein. So, und hier sind wir in Runde 2, ebenfalls wieder auf Standard. Er hat von Spion zu Geizhals gewechselt und wir haben von Firebird zum Gürteltier gewechselt. Und wie gesagt, bei ihm in der Lobby stand da oben 12 Siege und ich dachte mir nach der ersten Runde, ja okay, er hat wahrscheinlich ein paar Dullis abgezogen, machst du mal ein bisschen halblang, zeigst mal wie Forts funktioniert und ärgerst ihn mal ein bisschen mit Minigunnern bzw. AP Minigunner. Und nimmst nicht ganz so hart ran, wie mit den Mörsern eben. Also das war die Intention für die Runde, deswegen ist Gürteltier, da kann er ein bisschen austoben. Wir können Stahlfeuer dran klatschen und er kann mal ein bisschen probieren, wie die Mechanics in Forts so funktionieren.
Bei ihm zwei Windturbinen, die Werkstatt, hier dieses schöne große Wabenmuster und die vierte Mine. Bei uns fünf Minen, zwei Windturbinen. Wir machen hier erstmal diese schräg verlaufende Verstärkung im Fort. Das heißt, ihr zieht, also ihr nehmt die Note und zieht die mit Hintergrundholz hier hin. Das Spiel macht diese Note nicht automatisch. Das heißt, ihr müsst mit dem Cursor ein bisschen hier rausziehen und dann erscheint die. Dann einfach von hier nach hier verbinden, dass ihr so ein Dreieck habt, rausziehen nach unten und die Strebe immer wieder nach vorne, die Strebe nochmal greifen und zurück für die hohen Streben und das gibt Unmengen Stabilität. Bei uns kommt hier das Upgrade Center und da eben Spook war, habe ich noch Sandstack gesplaced und bei ihm, er ist Geizhals, die Werkstatt verkauft, die Munitionsfabrik ist schon zu, ja, ein Drittel durch. Da läuft noch eine Buzzsaw mit der dritte Windturbine und die fünfte Mine da unten. Also, das ist ein ganz, ganz klassischer Cannon Rush. Und wir, wie gesagt, wir wollen ihn mal ein bisschen spielen lassen. Er soll ja nicht die Lust an Forts verlieren, also machen wir ein bisschen halblang. Er sägt uns hier die Windturbinen ab, ist ärgerlich. Fand ich auch echt nett von ihm, aber dann werden die halt ersetzt. Hier noch ein Stahlbalken rein. Und neben dem Upgrade Center ist hier noch die Werkstatt im Aufbau, sodass wir auch gleich Buzzsaws bzw. schwere Mörser kriegen. Bei ihm, ich denke mal, er riecht die Mörser einfach. Deswegen kommen hier zwei Gunner. Aber es sind nur drei Gunner von unserer Seite geplaced worden. Weil wenn ich Minigunner spielen will, brauche ich irgendwann mal Gunner. Und aus den drei Gunnern werden 1, 2, 3 schöne Minigunner, die anschließend zu noch schöneren AP-Minigunner werden. Bei ihm, angewinkeltes Metall, um sich gegen die Minigunner zu schützen. Und hier oben ist die erste Kanone im Aufbau, aber der Kollege Schnürschuh weiß nicht, dass wir hier drei AP-Minigunner hinklatschen und keine normalen Gunner. Da ich nicht wusste, ob er wirklich das Buch spielt oder nicht, nochmal drei normale Gunner hingeklatscht, dass bei ihm hier unten steht Maschinengewehr. Die Buzzsaw schneidet rein, holt einen Gunner weg. Aber wichtig sind die drei da unten und die haben jetzt auch Türen. Von daher ist es mir wurscht. Die Aktive gezogen, seine Türen gesehen und einfach mal den Sniper und die Buzzsaw weggeholt. Und da er keine Werkstatt mehr hat, ist die Buzzsaw für immer verloren. Die wird nie wiederkommen. Dafür bauen wir den Bruder. Hier der Gruß zur Kanone war in Ticken zu hoch. Aber ich dachte mir, wenn die Buzzsaw fertig ist, kann ich mal oben reinschneiden. Vielleicht komme ich da irgendwie durch. Hier leider nichts Zählbares. Wir haben sie zwar angeschossen, deswegen auch dieser Rauch, aber wir kriegen sie einfach nicht kaputt, bis sie ready ist. Leider nein. Können hier noch ein bisschen die Windturbine beschädigen. Und die Buzzsaw ist ausgewählt. Ja, leider war das ein Schuss in den Ofen. Die Dinger kamen zurück. Und jetzt will er uns snipen. Weil ich denke mal, die AP-Minigunner gehen ihm schon auf den Geist. Und hier ist die Kanone fertig. Hier DFC, Skyt, ich weiß nicht, Skyter, Skyfe, Skyfer, irgendwie so in der Art. Wir ziehen die Aktive, um einfach schneller zu reparieren. Haben hier einen AP-Minigunner verloren. Die sind teuer. Also, replacen ist immer so eine Sache. Die Buzzsaw nochmal ausgewählt, reingehalten. Na, ich habe gehofft, dass ich hier unten vielleicht ein bisschen treffe, dass die Tore runterfallen. Und hier kriegen wir noch einen AP-Minigunner weggesniped. Ärgerlich. Und ich habe mir gedacht, oh, der ist vielleicht doch gar nicht mal so unfähig. Freut mich, wenn immer wieder neue Spieler in die Community reinkommen. Weil davon lebt so ein Spiel ja eigentlich auch.
Aber für mich war es okay, er hat eine Kanone. Hier oben ist wahrscheinlich die zweite im Aufbau. Ja, es wird langsam ungemütlich. Wir schalten meinen Gang nach oben. Deswegen auch hier der Aufbau, weil das ist ready. Das heißt, ich kann hier oben Mörser spielen. Und bei ihm, ja, einfach ganz normal schwere Waffen. Kanone 1, Kanone 2 und ein Sniper. Mit einer richtig süßen Tür. Hält rein Richtung Fundament, aber ja, da ist Stahl. Zwei Lagen. Gut, hier war es nur Holz, aber das hält. Wir bauen hier unsere drei Mörser. Haben auch 2, 4, 5 Lagen Holz. Das dürfte einen Cannonshot tanken. Und wir replacen unsere Buzzsaw natürlich. Wir verkaufen die Gunner auch, weil die haben keinen Wert für uns. Und er erweitert sich mit diesem Wabenmuster weiter nach hinten. Für seine Windproduktion. Hier aufs Energieschild geschossen. Ja, das sind 240 Metall, glaube ich, beim Gürteltier. Aber ist vollkommen in Ordnung. Hier kommt Upgrades für die schweren Mörser plus 2 Buzzsaws. Hier noch ein Gunner geplaced, weil ich dachte immer noch, dass er Spion spielt. Und eine lustige Anmerkung gebe ich euch am Schluss zu dem Game. Behaltet im Hinterkopf, dass ich gesagt habe, als ich die Lobby gejoint habe, dass er 12 Siege hatte. Hier fliegen die ersten schweren Mörser, schlagen gut ein. Jetzt hätte ich gerne meine AP-Minigunner. Wir verlieren dafür unsere gesamte Energieproduktion, aber die Speicher waren voll. Hier fliegt die nächste Salve. Die schlägt auch gut ein. Die Buzzsaw leider einen Ticken zu hoch. Die trifft gut. Die Tore sind weg, die nächsten Mörser fliegen. Treffen noch besser, die Kanonen fallen runter und das heißt GG. Jetzt kommt das Lustige. Es waren keine 12 Siege. Der Kollege ist Rang 12 gewesen. Ja, was soll ich dazu sagen? Nun denn, ich hoffe, die Games haben euch gefallen. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Tage, solange es noch geht. Und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.